sagt man, ist euch auch so heiß wie mir. Also dieser Sommer hat ja mal wieder mal richtig kräftig reingehauen mit der Hitze. Und aus diesem Grund wollte ich heute ein Video für euch drehen. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, schon so Mitte, Ende August. Sorry, aber dieses Video ist bestimmt auch noch für nächstes Jahr und für die darauf folgenden Jahre sicherlich noch hilfreich bzw. sinnvoll. Und zwar geht es heute bei mir, wie man seinem Hund in dieser Hitze einfach Abkühlung verschafft, wie man das mit den Spaziergängen regelt, beziehungsweise was für Beschäftigungen und Aktivitäten sich bei dieser Hitze auch für euch und euren Hund besonders eignen. Erstmal ist es so, dass ich persönlich unter diesen über 30 Grad definitiv mehr leide als mein Hund. Ich mag Wärme, ja, wenn sie bis maximal 25 Grad geht. Dann ist es mir einfach zu warm und ich bin einfach eher der Kältemensch, weil in der Kälte kannst du dich immer wärmer anziehen. Aber in der Hitze, du kannst deine Haut nicht ausziehen und das ist wie gesagt nichts für mich. Meinem Hund macht es nicht so sehr aus. Er hat weißes Fell, das heißt, die Sonne zieht es nicht magisch an. Zumal sein Fell auch gut vor der Wärme isoliert und schützt. Aber es ist für viele kurze Hunde eine Qual, vor allem für dunkle Hunde, ist diese Hitze einfach alles andere als angenehm. Fangen wir als erstes mal an mit den Spaziergängen. Ja, wie managt man das bei dieser Hitze mit den Spaziergängen? Also ich kann das euch nur so erzählen, wie ich das mache. Das heißt, ich gehe wirklich ganz früh und ganz spät. Und tagsüber ist Ruhezeit, tagsüber wird in der Wohnung, beziehungsweise wenn ihr einen Garten habt, wird sich da ausgeruht. Und die Spaziergänge werden wirklich auf frühe bzw. sehr späte Uhrzeiten geschoben, wo es einfach erträglich draußen ist. Das heißt, am idealsten ist es so, wenn ihr schon um 6 Uhr früh euren langen Spaziergang macht. Es geht natürlich auch später. Es kommt natürlich darauf an, wie heiß es ist bzw. wann die Sonne schon volle Kanne reinknallt. Und abends Spaziergang mache ich dann immer so, ja, fast schon gegen Sonnenuntergang, so 8 Uhr, also 20 Uhr abends. In der Mittagssonne wirklich bitte nicht rausgehen. Zum einen ist der Asphalt extrem heiß und es ist überhaupt nicht angenehm für die Pfotenballen eures Hundes. Ihr könnt es so vergleichen, ihr seid im Schwimmbad und der Asphalt ist wirklich so brühend heiß, dass ihr euch fast die Füße dran verbrennt. Natürlich sind eure Füße empfindlicher wie die Pfotenballen eines Hundes, aber auch diese können bei dieser Hitze Verbrennungen erleiden. Deswegen bitte zu dieser Zeit einfach das Rausgehen möglichst vermeiden bzw. nicht auf dem Asphalt laufen. Auch solltet ihr nicht mit eurem Hund da Fahrrad fahren oder sonstige starke körperlich fordernde Aktivitäten machen. Ich betreibe ja mit Nero wirklich konstant Zughundesport, aber wir haben wirklich eine Sommerpause. Das heißt, ab 18 Uhr wird nicht mehr gezogen, wird nicht mehr am Scooter oder Fahrrad gezogen, sondern es wird nur noch gewandert. Lange Spaziergänge durch den Wald, weil im Wald ist es einfach noch kühler als draußen in der prallen Sonne. Ideal ist es natürlich, wenn ihr an so einem Bach, Fluss oder See spazieren könnt, wo euer Hund dann immer reingehen kann und dort sich seine Abkühlung holt. Das ist wirklich empfehlenswert. Bitte nicht mit eurem Hund da bei 28 Grad am Fahrrad fahren. Also da kann euer Hund wirklich kollabieren und auch einen Hitzeschlag erleiden und das ist ein totales No-Go. Auch ist es ein No-Go, einen Hund bei der Hitze im Auto zu lassen, aber dazu habe ich ja schon ein Video gemacht, wo ich da wirklich ausführlich drauf reingehe. Generell sollte man auch weder Kinder noch andere Tiere allein im Auto lassen bei diesen Temperaturen. Was für Aktivitäten bieten sich natürlich an? Ruhigere Aktivitäten, mehr Kopfarbeit, Suchspiele bzw. Nasenarbeit. Ihr könnt auch Unterordnung trainieren, Kommandos, Tricks. So mache ich das immer, wenn ich so einen langen Spaziergang mache, wandern gehe. Dann wird immer wieder mal bestimmte Kommandos trainiert, absitzen, abrufen, bei Fußlaufen oder allgemeine Suchspiele. Apportieren könnt ihr auch machen, wenn euer Hund apportierbegeistert ist. Natürlich Spielzeug im Wasser schmeißen, wenn euer Hund wasserbegeistert ist und das natürlich ruhig angehen lassen. Ebenso könnt ihr auch in der Wohnung Suchspiele machen, dort Leckerlis verteilen oder Spielzeug verstecken. Draußen würde ich den Hund nicht Leckerlis oder Futter suchen lassen wegen Giftködergefahr. Darauf bin ich ja schon mal eingegangen. Draußen sollte der Hund möglichst nichts vom Boden fressen.
weil das nimmt irgendwie zurzeit immer mehr zu. Man sollte natürlich auch dem Hund die Möglichkeit geben, sich an einen kühlen Ort zurückziehen zu können. Das ist auch wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel so einen verbundenen Keller habt, wo ihr einfach nur so die Treppen runter gehen müsst. Nero, was war denn das? Ja, da vielleicht einfach die Kellertür offen lassen, weil da gehen dann tatsächlich gerne Hunde runter und schlafen da auch gerne. Natürlich sollte der Hund immer die Wahl haben, also ihr solltet den Hund nicht irgendwie unten in den Keller sperren oder sonstiges, sondern einfach, dass er sich selbst entscheiden kann. So, was sonst noch hilft, ist es natürlich, den Hund auch regelmäßig zu bürsten, vor allem wenn ihr einen Langhaarhund habt, weil meistens ist der Hund im Fellwechsel, wenn so eine extreme Hitze herrscht, da einfach täglich mit der Bürste durchgehen. Ihr erleichtert den Hund einfach um die Unterwolle. Unterwollhunde auch in dem Sommer nicht scheren. Warum, das habe ich explizit auch in meinem Fellpflegevideo angesprochen. Das ist nämlich zum Beispiel ein großes Irrtum, wo man einfach dem Hund mehr Schaden anrichtet, als was Gutes tut. Und dann habe ich für euch noch einen ganz guten Abkühlungstipp für euren Hund, und das ist der gefüllte Eiskong, wie ich ihn so schön nenne. Den Kong kennt vielleicht jeder Hundehalter. Da lässt sich nämlich Joghurt, Leberwurst, Quark, sonstige Leckereien befüllen. Zum Beispiel kann man Joghurt mit Leckerlis, Leberwurst, kleinen Apfelstücken und so weiter vermischen. Den Kong damit befüllen, den Kong in eine Gefriertüte packen und ins Gefrierfach legen. Das macht dem Kong gar nichts aus. Und dann am besten am nächsten Morgen oder 5 Stunden später hat der Hund einfach eine kühlende Beschäftigung. Und zwar das gefrorene Eis aus dem Kong zu schlecken. Damit ist der Hund meistens auch sehr gut und sehr lange beschäftigt. Und hat zudem auch noch eine schöne Abkühlung. So, zum Befüllen des Kongs nehmt ihr einfach einen Kong, Joghurt, Leckerlis, was ihr halt da verwendet. Oder ihr könnt auch nur Joghurt nehmen, wenn euer Hund nur auf Joghurt abfährt, und diesen befüllt ihr dann hier Bio, wenn ich irgendwas Tierisches kaufe, dann nur Bio. Und dann einfach mit einem Löffel, ich hoffe man sieht es so, befüllen. Wenn ihr dann einfach diesen, so wie ich schon, voll befüllt habt, kommt ihr einfach in so eine ganz normale Gefriertüte. Und das kommt dann einfach ab ins Gefrierfach und dann am nächsten Morgen, beziehungsweise nach 4 bis 5 Stunden, kann man das eurem Hund dann anbieten. Und so wird dann der eingefrorene Joghurt im Kong bearbeitet und aufgegessen. Wenn ihr natürlich auch mit dem Hund an einen See fährt, Baggerloch und so weiter, achtet bitte drauf, dass ihr da ein schattiges Plätzchen für euren Hund habt, dass dieser eben keinen Hitzeschlag erleidet. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einen Garten habt, für euren Hund so ein kleines Planschbecken zur Verfügung stellen. Wer die Möglichkeit dazu hat, wird auch sehr oft sehr gerne angenommen. So, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem heutigen Video ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg gehen, damit ihr und euer Vierbeiner diese Hitze gut übersteht. Ich wollte euch einfach damit auch noch einen Einblick zeigen, wie ich das immer mit Nero mache bei dieser Hitze. Ich hoffe einfach, dass für den einen oder anderen da was Hilfreiches mit dabei war. So, bei Fragen könnt ihr mir diese gerne in die Kommentare stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer sehr über eine Bewertung. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Okay Leute, macht's gut und ciao!